Du selber als O, diejenige, die vorne steht an der Tafel, du brauchst doch ein bestimmtes Paket an Wissen. Oder wie vorhin gesagt, das, was du beibringst, hast du irgendwo gelernt und absegnen lassen und jetzt bringst du es bei. Aber selber, ich habe noch nie eine Schule besucht, noch nie einen Scheich gehabt, noch nie einen Lehrer gehabt, auch nicht beim Imam der Moschee gelernt. Und dann kommst du dahin und fängst an zu unterrichten. Das ist unglaubwürdig. Das würde auch keiner von dir annehmen. Es ist ja, stell dir mal vor, du gehst zu einem Chirurg und er sagt, ich habe niemals das gelernt, ich versuche heute mein Glück, wenn man das sagen darf. Würdest du niemals zulassen. Wie sieht es dann mit der Religion aus, was noch wichtiger ist? Hier geht es um Jenseits, hier geht es um Sünden. Und hier geht es auch, Angst zu haben, den Leuten was Falsches beizubringen. Denn das, was sie falsch lernen, werden sie auch falsch weiterbringen. Und die Sünde geht auf dich. Und vergiss nicht den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, sinngemäß, wer über mich lügt, der soll sich auf seinen Platz im Höllenfeuer schon mal bereit machen. Jetzt sagt er, ich lüge doch nicht über ihn. Die sagen doch, weil du nicht gelernt hast und dich nicht vorher informiert hast und geredet hast, klassifizieren wir das als Lüge ein. Weil kein Muslim lügt über den Propheten absichtlich, sallallahu alaihi wasallam. Aber da du nicht den Weg eingeschlagen hast, den man einschlagen muss beim Hadith verbreiten oder wissen, wirst du als Lügner abgestempelt. Also Vorsicht, Vorsicht. Das, was du beibringst in einer Mädchengruppe, in einer jungen Gruppe, in einer Kindergruppe, ist entweder so bekannt und so deutlich, dass man dafür nicht lernen braucht. Es kommt halt immer darauf an, was du beibringst. Wie gesagt, Prophetengeschichten, nimmst ein Buch und liest vor. Hadithe kann man einfach vorlesen. Schöne Tiergeschichten aus dem Koran oder aus der Sunna liest du einfach vor. Aber sobald es reingeht in, ja, was ist hier und das, was ist hier und damit gemeint, wie ist der Vers zu verstehen, dann wird es wissenschaftlich. Und hier musst du dann diese Courage haben und sagen, ich weiß es nicht. Oder du weißt es halt vorher und lernst.